Über 50 Schüler aus ganz Deutschland haben im niedersächsischen Rothenburg selbstgebaute Minisatelliten um die Wette fliegen lassen. Mit Raketen wurden die Geräte auf dem Flugplatz 1000 Meter in die Höhe geschossen. An kleinen Fallschirmen segelten sie dann zurück zum Boden. Für den ersten CANSAT-Wettbewerb, der nächstes Jahr stattfindet, sollten die Hobby-Tüftler eine Raumfahrtmission simulieren. Das ist praktisch unsere Bodenstation. Das heißt, wir haben hier eine selbstgebaute Antenne und können dann hier praktisch live die Daten empfangen, wie Beschleunigung, Druck, Temperatur, GPS-Koordinaten, die Sauerstoffkonzentration beim Satelliten. Das empfangen wir, während der Satellit praktisch startet, und wenn er dann wieder runterkommt, können wir den dann über GPS genau lokalisieren. Wie in der echten Raumfahrt wurde dabei streng auf Platz- und Gewichtsvorgaben geachtet. Die Satelliten durften dabei gerade mal so groß sein wie eine Getränkedose, gar nicht mal so leicht also, all die Technik unterzubringen. Wer diese Herausforderung am besten gemeistert hat, entscheidet eine Jury. Die Sieger dürfen dann im nächsten Jahr beim europäischen Wettbewerb starten.